irgendwo in Magdeburg. Auf der Flucht vor der Polizei hat ein entflohener Strafgefangener eine Geisel genommen und sich in einer verwinkelten Kelleranlage versteckt. Aber er ist nicht allein. Training für das Spezialeinsatzkommando der Polizei. Schwer bewaffnet, bestens ausgebildet und anonym. Weg! Licht! Manöverkritik nach einer Stunde in der Dunkelheit. Okay, noch eine kurze Auswertung. Außenannäherung im Gelände sah sehr gut aus. Öffnung, Hauseingang, ein bisschen zu laut. Da müssen wir ein bisschen leiser machen. Sie kommen zum Einsatz, wenn Straftäter besonders gewaltbereit oder bewaffnet sind. Bei Geiselnahmen, Entführungen oder riskanten Festnahmen. Die SEK-Beamten gehören zum Landeskriminalamt und sind für ganz Sachsen-Anhalt zuständig. Zu ihrem Schutz tragen die Polizisten schwarze Masken. Fred ist einer der Dienstältesten im Team. Ja, also ich bin 41 Jahre alt, Polizist seit 1990. Beim SEK bin ich jetzt seit 1994. Man sieht, das ist eine ganz schön lange Zeit. Und ich kann auch sagen, das war damals mein Traumberuf und ist es nach wie vor. Das nächste Trainingsszenario folgt nur wenige Tage später. Ein Mann hat sich in einer Straßenbahn verbarrikadiert und droht nun, die ersten Geiseln zu erschießen. Die Lage ist brisant. Ein schnelles Eingreifen unumgänglich. Die Polizisten müssen sich in jeder Lage schnell und sicher bewegen. Und das mit einer Schutzausrüstung und Bewaffnung, die pro Mann bis zu 25 Kilo wiegt. Waffe sicher! Arm auf die Seite! Kopf unten lassen! Schön ruhig bleiben! Ob Taxi, Bus oder Straßenbahn, für die Beamten steht die Geiselbefreiung im öffentlichen Nahverkehr regelmäßig auf dem Trainingsplan. Thomas ist 28 Jahre alt und erst seit 2 Jahren beim Spezialeinsatzkommando. Jeder Einsatz bringt eine neue Erfahrung, jede Übung bringt eine neue Erfahrung. Und somit ist es natürlich gerade in der Anfangszeit noch, sind natürlich noch viele Dinge neu. Und man muss auch noch sehr viel lernen und sich noch sehr viel fortbilden. Man sagt ja, dass ein komplett ausgebildeter SEK-Beamter erst nach 5 bis 7 Jahren eigentlich mal alle Situationen durchlaufen hat. Magdeburg, Altpresta. Sitz der ersten Hundertschaft der Bereitschaftspolizei. Die Einheit ist auf Beweissicherung und Festnahmen spezialisiert. Körperliche Fitness spielt eine wichtige Rolle im Dienstalltag. Übung einstellen! Viele junge Polizisten hier stehen erst am Anfang ihrer Karriere und wollen sich beruflich weiterentwickeln. Robert ist 23 und hat ein großes Ziel. Der Wunsch, zum SEK zu gehen, der ist aufgekommen, als ich bei der Polizei begonnen habe. Weil man muss sich ja ein bisschen orientieren, was man dann nach der Ausbildung für einen Weg gehen will. Und da kam für mich von vornherein eigentlich die Spezialeinheit in Frage, weil ich sehr sportbegeistert bin und gerne im Team arbeite, ganz einfach. Jeden Tag trainiert Robert jetzt mehrere Stunden für den gefürchteten Eignungstest. In diesem Herbst rückt der Mythos SEK für den jungen Polizisten in greifbare Nähe. Doch nur wenige Bewerber schaffen es am Ende wirklich. Also der einzige Druck, den ich eigentlich verspüre, der kommt von mir. Ja, also die Kollegen oder Verwandtschaft oder so, die stehen da hinter mir und üben da aber auch in keiner Weise Druck aus. Ja, also den einzigen Druck mache ich mir selber, indem ich sage, ich will das unbedingt schaffen. Bis zur Eignungsprüfung bleiben Robert nur noch wenige Tage. Für das mehr als 50-köpfige SEK geht unterdessen der Dienstalltag weiter. Innerhalb der Polizei verstehen sie sich als Dienstleister für schwierige Fälle. Wir sind verfügbar, wir sind schnell verfügbar. Wir haben
Kollegen, die sich permanent in Rufbereitschaft befinden. Wir werden hinzugebeten, um beispielsweise Durchsuchungsbeschlüsse zu realisieren, um Haftbefehle zu realisieren, aber auch um Bedrohungslagen zu handhaben. Dann mit dem Portfolio, was eben Spezialeinheiten und Spezialkräfte bieten können. Einsatzvorbereitung. Ein Erkundungsteam begibt sich auf die Spur mutmaßlicher Drogendealer. Haben die eine immer bestimmte Route, wie sie reinfahren, dass wir uns da irgendwo schon mal postieren können? Okay, Ermittlungen haben ergeben, dass die gesuchten Verdächtigen eine bestimmte Fahrtroute benutzen. Nun sollen sie durch das SEK überrascht und festgenommen werden. Eine enge Autobahnabfahrt erscheint dafür geeignet. Noch bleiben einige Stunden Zeit. Der Zugriff ist für die kommende Nacht geplant. Nichtsdestotrotz können wir uns ja mal einen Plan machen, wie wir es dann handhaben wollen. Jetzt erstmal grob. Mit einbrechender Dunkelheit beginnen die Vorbereitungen. Fred fällt als erfahrenem Einsatzbeamten eine besondere Aufgabe zu. Er soll die Verdächtigen zum Halten zwingen. Dafür hat er einen Kleinbus als Baufahrzeug ausstaffiert. Ja, also das Auto sieht ja auch so ein bisschen nach Straßenmeisterei aus. Und damit ich auch richtig zum Auto passe, ziehe ich jetzt einfach die Weste noch dazu. So werde ich auch besser gesehen. Das ist auch ganz einfach sicher. Zur gleichen Zeit bereiten sich auch Freds Kollegen auf den Einsatz vor. Sie bilden das Zugriffsteam und verteilen sich auf mehrere Autos. Inzwischen ist es kurz vor Mitternacht. Wenig später rollt Fred vom Hof. Er will frühzeitig am Einsatzort sein. Bis zum vermuteten Eintreffen der Drogendealer bleibt etwas mehr als eine Stunde Zeit. Ab jetzt ist der SEK-Beamte auf sich allein gestellt. Seine Teamkollegen wird er erst wieder treffen, wenn der Zugriff stattgefunden hat. Na gut, also wir fahren jetzt zu der Autobahnabfahrt, wo wir hoffen, dass der Drogenkurier dort abfahren wird. Dort werde ich mir nochmal einen groben Überblick verschaffen. Und dann werde ich dort dieses Fahrzeug hier so positionieren, dass der Drogendealer gezwungen wird, anzuhalten und wir dann den Zugriff dort machen können. Nach einer 20-minütigen Fahrt hat Fred den Einsatzort erreicht und parkt sein Auto zunächst seitlich der Autobahn. Die Straße ist doch breiter, wie wir das ursprünglich vermutet hatten. Aber wir müssen mal sehen, dass wir es trotzdem hinkriegen. Zeitmäßig denke ich mal, dass wir vielleicht noch eine halbe Stunde Zeit haben, bis das Fahrzeug hier eintreffen wird. Für den Beamten bleibt jetzt nur abzuwarten. Also man hat schon eine gewisse Grundanspannung, aber dass man da jetzt besonders aufgeregt ist, das kann ich nicht sagen. Wenn man jetzt kurz vor dem Zugriff steht, dann geht der Puls natürlich schon ein bisschen hoch, aber das ist so völlig normal. Fred, pass auf, wir sind ca. 1000 Meter vor der Abfahrt. Die Kollegen folgen dem Zielfahrzeug. Fred stellt den Kleinbus quer. Wir biegen jetzt ab. Die Sperre steht, die Straße ist dicht. Personalausweis irgendwo. Jetzt ein bisschen durchsuchen hier. Innerhalb kürzester Zeit liegen drei völlig überraschte Verdächtige gefesselt am Boden. Der Plan der SEK-Beamten ist aufgegangen. Fred und seine Kollegen haben das Überraschungsmoment nutzen können. Der eigentliche Zugriff hat nicht länger als 19 Sekunden gedauert. Der Rest ist jetzt Routine. Die Identität der Festgenommenen wird überprüft und die Durchsuchung fortgesetzt. Inzwischen ist ein Tross von Kriminalpolizisten am Einsatzort eingetroffen. Beine anziehen, komm, Beine ran. Eine seitlich und jetzt auf. Auf. Als letztes dokumentieren die Beamten ihren Einsatz, auch um sich gegen spätere Schadensersatzansprüche abzusichern. Dann ist der Auftrag für das SEK beendet. Hat alles super geklappt. Es ist vor allen Dingen, das freut uns auch immer, niemand zu Schaden gekommen. Es ist kein Sachschaden verursacht worden. Jetzt ist es ganz einfach so, die Tätergruppierung wird jetzt den zuständigen Fachkommissariaten übergeben und die haben ganz einfach jetzt die Arbeit und wir machen Feierabend. Es ist noch früh am Morgen im verträumten Elbestädtchen Paray.
An einem Waldrand bereitet sich der junge SEK-Beamte Thomas auf seine Trainingsaufgabe vor, die Aufklärung eines Gebäudes. Also das Zielobjekt ist mitten in der Stadt drin, ist ein allein